Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Svenja, Inhouse Make-up Artist bei Amazingly und heute möchte ich euch ein bzw. zwei Looks mit der neuen RMS Hidden Desire Palette zeigen. So sieht die aus. Und die hat eine große Auswahl an Farben und deswegen mache ich erst einen ganz einfachen Tageslook und pimpe den dann noch ein bisschen auf mit zwei weiteren Tönen zum Abends zum Weggehen. Ich habe einfach schon mal eine ganz leichte Foundation drauf, ganz bisschen meine Augenbrauen gemacht und dann können wir gleich starten mit dem Augen-Make-up. Und zwar fange ich als erstes an mit einem Rosé-Ton und zwar ist das True Love. Den trage ich jetzt einfach komplett auf meinem beweglichen Lid auf. Ich habe jetzt so ein bisschen größeren Pinsel genommen. Die Farbe ist eine schöne Base und so ein Rosaton hebt immer ganz gut die Augenfarbe hervor. Bei mir jetzt hier grün, passt aber auch sehr schön zu blau, lässt die Augen erstmal ein bisschen strahlen und ist eine gute Base, um jetzt weiterzumachen. Den nächsten Ton, den ich nehme, ist Secret Admirer. Das ist so ein helles Graubeige, eher ein bisschen matter. Und damit gehe ich jetzt hier oben unter dem Brauenbogen ein bisschen, um den ein bisschen zu highlighten. Aber nicht zu hell, also ist noch nicht zu stark für so ein Tages-Make-up. Und mit dem gleichen Ton gehe ich auch noch mal ein bisschen hier in den inneren Augenwinkel. Und weiter geht's mit Mind Control. Das ist so ein Taubenblau, würde ich es beschreiben, oder Graublau. Und eigentlich bin ich nicht so der Blau-Fan, aber weil es doch so ein bisschen ins Gräuliche geht und es heute auch ganz gut zu meinem Outfit passt, gehe ich damit so ganz leicht am unteren Wimpernkranz entlang. Mache ich immer ganz gerne, um meine Augen ein bisschen größer wirken zu lassen. Ich nehme hierfür den Angled Liner von Hero. Der hat auch eine schöne Spitze und damit könnt ihr ganz gut auch Richtung innerer Augenwinkel gehen und den Ton ein bisschen auslaufen lassen, dass es nicht so abgehackt aussieht. Und dann gehe ich auch ein bisschen nach oben am äußeren Augenwinkel und bewege mich da ganz nah am Wimpernkranz und mache wirklich nur so die äußere Ecke. Fehlt jetzt natürlich noch Mascara und da nehme ich auch den RMS Beauty Defining Mascara. Ist auch mein persönlicher Lieblingsmascara, den ich auch jeden Tag verwende. So, da bin ich auch schon bei dem Rouge angelangt und das ist die Farbe Passion Play, ein schöner Pink-Aprikoton. Ich trage den Rouge eher auf dem vorderen Teil der Wangen auf, dass er schöne Apfelbäckchen macht. Und das ist mein fertiger Tageslook mit den kühleren Farbtönen der Hidden Desire Palette von RMS. Um daraus einen Abendlook zu kreieren, geht es weiter mit der Farbe Guilty. Das ist ein Kupfer-Bronzeton. Ich schattiere damit die Lidfalte aus und durch den Schimmer im Ton haben wir gleich schon ein bisschen mehr Glamour. Ich gehe jetzt wieder mit dem Angled Liner von Hero in einen relativ dunklen Ton, Lady Vanish heißt der. Das ist so ein braun Aubergine-Ton und mache mir jetzt oben noch ein Eyeliner. Ich versuche mit dem Lidschatten mir so eine Art Cat-Eye zu machen, gehe aber nicht zu weit am oberen Lid nach vorne, also nur so bis zur Mitte und versuche mir hinten raus einen schönen Schwung zu kreieren. Ihr könnt, wenn euch das mit dem trockenen Lidschatten zu wenig ist, natürlich auch jederzeit den Pinsel nass machen, dann habt ihr ein intensiveres Ergebnis. Mir reicht es aber so, weil ich ja unten schon das Blau habe und ich gehe dann jetzt noch in den inneren Augenwinkel ran, umrande den sozusagen ganz leicht auch mit dieser Farbe und verbinde unten das Blau mit diesem Braunton. So, jetzt gehe ich nochmal mit dem anderen Mascara von RMS rein und zwar mit dem Voluminizing. Der gibt jetzt also nochmal ein bisschen mehr Volumen, was immer für so ein intensives Augen-Make-up ganz schön ist, wenn die Wimpern auch stärker getuscht sind. So, und als finalen Touch muss ich natürlich noch den Highlighter benutzen und zwar, das ist auch ein neuer und der heißt Mystic Moment. Der ist ziemlich kühl und silbrig, deswegen benutze ich den sehr sparsam. Ich gehe hier mit dem Hero Fan Brush rein
und gehe nur ganz leicht auf meinen Wangenknochen drüber. Berühre nur ganz leicht mit dem Pinsel meine Haut, als würde ich eigentlich mehr was wegwischen wollen oder was abstauben. Und dann ist der aber natürlich nochmal super, um so ein Abend-Make-up noch den letzten Schliff zu verpassen. Gehe ich mit einem Pinsel nochmal ganz leicht hier oben unterm Augenbrauenbogen rein. So, damit die Lippen jetzt nicht ganz so nackig sind, aber jetzt auch nicht irgendwie besonders knallig oder farbig, habe ich mich jetzt noch für einen Lipshine von RMS entschieden, und zwar in Moment. Das ist so ein ganz neutraler Nude-Beige-Ton. Der soll einfach nur ein bisschen Glanz auf die Lippen bringen und Pflege. Das ist mein zweiter Look, aufgepimpt mit den wärmeren Tönen und dem Highlighter aus der Hidden Desire Palette. Ich hoffe, euch hat unser Tutorial gefallen und ihr könnt die Tipps und Tricks selbst bei euch anwenden. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was ihr hier auf unserem Channel sehen und hören wollt, und vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Alle Produkte, die ich verwende und die wir hier zeigen, könnt ihr bei amazingly.com bestellen. Und wenn ihr euch mal nicht sicher seid, ob eine Farbe passt oder nicht, könnt ihr auch unseren Sample Service nutzen. Alles weitere dazu findet ihr auf der Website. Außerdem haben wir noch unser Amazingly Magazine. Da findet ihr tolle, spannende Artikel zum Thema Green Beauty, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Und alle Links stehen unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.